Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz heute mit Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Vorab ein organisatorischer Hinweis. Es ist schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben Zeit bis 14.10 Uhr, 14.15 Uhr. Es beginnt Cem Özdemir. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir mussten gestern feststellen, dass die einzig mögliche demokratische Konstellation, die nach der Wahl als Option sich eröffnet hat, von einer Partei nicht gewollt wurde. Die Kultur des Kompromisses, die für unsere Demokratie elementar ist, lebt auch davon, dass man den Gesprächspartner, den Gegenüber ernst nimmt und sich in den entscheidenden Fragen bereit ist, aufeinander zuzubewegen. Sie lebt nicht davon, dass man auf Maximalforderungen besteht. Wir sind aus Verantwortung für unser gemeinsames Land bis an die Schmerzgrenze dessen gegangen, was man tun kann. Ich füge persönlich hinzu, für manche von uns auch über die Schmerzgrenze hinaus, mussten allerdings dann auch feststellen, dass diese Bereitschaft nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Diesen Sondierungen war Wichtiges zu entscheiden für unsere Gesellschaft, die da an wichtigen Weggabelungen steht. Es war zu entscheiden, ob Deutschland in das Lager der Länder wechselt, das sich in den Kampf gegen die Klimakrise stellt, das Land modernisiert, voranbringt, zeigt, dass man Arbeitsplätze sichern kann, Wohlstand sichern kann und gleichzeitig dekarbonisieren kann, aus der Kohleverstromung geordnet schrittweise aussteigen kann, so dass man die Menschen in den vom Tagebau betroffenen Gebieten mitnimmt. Es ging um die Frage, ob Arbeitsplätze und Wohlstand für die Zukunft geschaffen werden können. Es ging schließlich um die Frage, ob wir ein Land sind, das Wert legt einerseits auf Recht und Ordnung, aber eben auf der anderen Seite auch denen hilft, die in Not sind und die unsere Hilfe am dringendsten brauchen, gerade beispielsweise Familien. Und zu guter Letzt war zu entscheiden, ob der französische Präsident Emmanuel Macron ab jetzt allein in Europa versuchen muss, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, weil Deutschland erstmal ausfällt und aktuell in diesen Fragen für Europa nicht handlungsfähig ist. Ich will die Gelegenheit nutzen, meiner Partei Bündnis 90 Die Grünen und den Sondierern herzlich nochmal zu danken dafür, dass die Partei mit einem unglaublich hohen Maß an Geschlossenheit die letzten Wochen bestritten hat. Wir wollen genau so weitermachen, auch in den vor uns liegenden Wochen. Und für den Fall, dass es zu Neuwahlen kommt, dann werden wir das auch in dieser Geschlossenheit, wie wir das schon im Wahlkampf gemacht haben und jetzt in den Sondierungen erneut machen. Am Ende war es so, dass die FDP das, was ihr angeblich so wichtig ist, nahezu vollständig bekommen hatte. Ob es das Thema Digitalisierung ist, ob es das Thema Bildung ist, aber auch ihre Forderungen beim Solli mit sehr, sehr viel Geld hinterlegt, sodass es eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern sie auch in praktischem Regierungshandeln umgesetzt hätte, weil es mit Geld auch im Haushalt unterlegt worden wäre. Wir waren der Einigung sehr nahe, bis die FDP an dem Abend eben beschlossen hat, den Raum zu verlassen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben 4 sehr anstrengende Wochen hinter uns. Und wir haben diese Wochen genutzt dafür, in einer außerordentlich ungewöhnlichen Konstellation miteinander zu reden und den Versuch unternommen, herauszufinden, ob man in einer solchen schwierigen Situation für das Land, in einer solchen schwierigen Konstellation, die dem Wählerauftrag allerdings entsprach und den Möglichkeiten, die es gab, nachdem die Sozialdemokratie deutlich gemacht hatte, dass sie ihren Platz in der Opposition sieht, zu so viel Gemeinsamkeiten zu finden, dass eine stabile Regierung für die nächste Zeit dabei herauskommt. Wir waren der Meinung, dass das geht und dass man mit noch einigen wenigen Gesprächen auch zu so viel Gemeinsamkeit hätte tatsächlich kommen können. Warum? Weil die Verbindung von ökologischer Verantwortung und Innovation
für uns eine Herausforderung und eine Chance darstellt und kein Hindernis. Warum? Weil die Verbindung von Bürgerrechten auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite für uns eine Chance darstellt. Warum? Weil für uns die Verbindung von wirtschaftlicher Stabilität und einem sozialen Deutschland eine Herausforderung und eine Chance darstellt und keine Verhinderung. Und deswegen ist es besonders bemerkenswert, dass genau in dem Augenblick, wo diese Dinge hätten zusammenkommen können, die Gespräche seitens der Freien Demokraten abgebrochen worden sind. In dem Moment, als klar war, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wird es nicht mehr geben in Deutschland, sondern es wird eine anlassbezogene geben, die für Sicherheit sorgt, aber Bürgerrechte nicht verletzt. In dem Augenblick, als klar war, wir werden wahrscheinlich eine echte Wende hinbekommen bei der Frage des Kohleausstiegs, der Dekarbonisierung in Deutschland und damit Vorbildwirkung haben können für Europa und darüber hinaus, wurden die Gespräche abgebrochen. In dem Moment, als klar war, wir sind uns sogar einig bei echten Weichenstellungen in der Frage der Landwirtschaft. Wir sind uns sogar einig darüber, dass wir zwar nicht das, was Bündnis 90 Die Grünen wollten, nämlich ein Rüstungsexportgesetz gewährleistet werden kann, aber immerhin, dass klar geworden wäre, es gibt keine Waffenlieferungen mehr an die Kriegsallianz gegen den Jemen. In dem Moment, als klar war, wir werden Familien, wir werden vor allem Kinder auf echte Weise entlasten und die unteren Einkommen. Und für die FDP klar war, der Soli ist für die Zukunft abgeschafft. Und sie haben das nicht nur finanziell unterlegt, sondern sie haben auch einen klaren Pfad dafür. Da sind viele Sachen dabei gewesen, die für uns schwierig waren. Manche schmerzhaft, manche auch über die Schmerzgrenze hinweg. Wir haben es aber als Verantwortung betrachtet, dass wir nicht unsere Prinzipien verletzen, aber für diese Prinzipien Kompromisse eingehen. Das ist das Gute an der Demokratie, dass man das kann. Das ist die Herausforderung und es ist auch die Schwierigkeit zugleich. Und das war für einzelne von uns an einzelnen Punkten besonders schwierig, aber wir waren bereit dazu und wir sind bereit dazu. Und insofern bleibt es dabei, dass wir die Situation sehr bedauern. Und es bleibt natürlich auch dabei, dass wir in dieser Situation auch weiterhin Verantwortung übernehmen wollen. Die Verantwortung, die wir haben, gilt natürlich zuerst diesem Land, natürlich unseren Wählerinnen und Wählern. Die haben uns nämlich einen Auftrag gegeben mit ihren Stimmen. Und sie gilt natürlich auch dem, wofür wir als Partei gekämpft haben, wofür wir stehen, wofür wir Versprechen abgegeben haben. Und da ist der Klimaschutz ganz vorn, da ist die soziale Verantwortung davon, ganz vorn, da ist das gemeinsame Europa ganz vorn. Und da ist die Frage des Rechtsstaats, der Menschlichkeit und der Ordnung, wenn es um die geflohenen Menschen geht, ein ganz zentraler Punkt. Vielen Dank, Katrin Göring-Eckardt. Wir kommen gerne zu Ihren Fragen. Einige habe ich schon aufgenommen. Ich hoffe, wir kommen mit der Zeit durch alle Fragen durch. Die erste bitte Frau von Lyon und dann Herr Schulte. Ja, es reden jetzt alle bei den Grünen davon, dass ganz klar war, dass die FDP eigentlich schon am Morgen, am Sonntagmorgen schon den Vorsatz gehabt habe, abzubrechen. Ich frage mich, gibt es dafür eigentlich objektive Hinweise, außer den von Ihnen jetzt gezeichneten Liste von Einigungen, die auf den Tisch lagen? Hatten Sie jetzt einen bestimmten Auslöser in den Gesprächen? Können Sie uns da irgendwas Näheres dazu sagen? Weil sonst bleibt es ja irgendwie so ein ungelegter Vergleich. Achso, okay. Wir sind so total eingespielt, dass wir immer denken, es geht immer abwechselnd. Aber dann antworte ich jetzt auf die Frage und die nächste geht an Cem Özdemir, Herr Schulte. Also, man kann ja nur sagen, das ist ein Eindruck gewesen. Und zwischen dem Sonntagmorgen und dem Sonntagabend waren eine ganze Reihe von Punkten, die positiv für die FDP ausgegangen sind. Übrigens auch für uns. Also die Vorratsdatenspeicherung ist ja was sehr Positives, was die FDP ganz zentral wollte und was für uns genauso wichtig war. Bei der Frage der Digitalisierung war bis zum Sonntag gar nicht klar, es ist wirklich mit Finanzmitteln unterlegt, es war dann klar, ja, ist es. Bei der Frage des Solidaritätszuschlages war bis zum Sonntagabend nicht klar, kann man ihn tatsächlich endgültig abschaffen und in welcher Legislaturperiode, wie kann man das
auch für die FDP sicher besprechen, dass das geht in der nächsten Legislaturperiode? Und wie kann man deutlich machen, das wird eine echte Entlastung übrigens für 75% der Zahlerinnen und Zahler geben, schon in dieser Legislaturperiode? Alles diese Fragen, die für die FDP besonders wichtig waren, haben sich am Sonntag zu ihren Gunsten entwickelt, wenn man das so ausdrücken will. Und deswegen ist es besonders erstaunlich, dass es dann am Sonntagabend weniger ging als am Sonntagmorgen. So müsste man das ja sagen. Und wir wissen natürlich auch, dass der Eindruck jedenfalls bei uns war, da sind wir nicht dabei gewesen, dass es am Sonntagmorgen ja Gespräche gegeben hat, bevor es losgehen konnte, als wir alle gewartet haben und der Versuch gestartet worden ist, schon am Sonntagmorgen aus den Gesprächen auszusteigen. Herr Schulze, mein Herr Bartos, bitte. Eine kurze Nachfrage dazu und dann noch eine andere. Frau Göring-Eckardt, Herr Habeck wird zitiert mit dem Satz, dass Herr Lindner von langer Hand den Vorschlag geplant habe. Also im Sinne von, es gab von Anfang an Plan B, vielleicht gar nicht in dieses Bündnis hineinzutreten. Da würde mich unabhängig von der Frage, wie der Sonntag gelaufen ist, nochmal Ihre Meinung zu interessieren. Und die zweite Frage vielleicht an Herrn Özdemir. Werden Sie beide eigentlich die Spitzenkandidaturen für einen anstehenden Wahlkampf vor Neuwahlen beanspruchen? Also der Eindruck, den Robert Habeck hat im Sinne eines Plan Bs, das schien natürlich immer mal wieder durch, ja, dass die FDP immer wieder deutlich gemacht hat, das kann auch gut sein, dass das nicht klappt. Ich sage aber auch, das haben wir auch gesagt. Also ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, ich weiß noch nicht, ob es hier zu einem Ergebnis kommt, weil ja klar war, das muss irgendwie tragfähig sein und das muss von den Inhalten her stimmen. Deswegen kann es gut sein, dass es immer einen sehr deutlichen Plan B gab und manches spricht ja auch dafür, aber vielleicht weiß Herr Habeck auch mehr als ich. Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Ja, also Kandidatur. War gerade dabei. Nog steht, sagt man auf Schwäbisch, oder no nix narrats. Also, wir haben die Wahl als Spitzenkandidaten geführt und das ist ja auch erfolgreich. Wir haben die Gespräche als Spitzenkandidaten geführt mit dem Sondierungsteam. Und jetzt liegt es erstmal daran, dass wir eine stabile und tragfähige Regierung brauchen. Das liegt jetzt nicht bekanntermaßen primär in unserer Hand. Die FDP hat eine schwierige Lage schwieriger gemacht. Der Bundespräsident ist jetzt nach unserer Verfassung gefragt und dann werden wir schauen, ob es zu Neuwahlen kommt. Wenn ja, wann? In welcher Form? Und erstmal spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass man etwas, was sehr erfolgreich macht, ändert. Und alles Weitere wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber jetzt halten wir erstmal die Reihenfolge ein. Herr Lathauser, bitte. Ich habe auch noch eine Nachfrage zu FDP und der Soli-Geschichte. Aus Ihren Worten habe ich entnommen, Frau Göring-Eckardt, dass es tatsächlich so war, dass die endgültige Abschaffung erst in der nächsten Legislaturperiode, also nach 2021, hätte stattfinden sollen. Was ja wirklich schwierig gewesen wäre, jetzt zu vereinbaren mit einem Gesetz, dass ein neuer Bundestag sich nicht gebunden hätte fühlen müssen. Und die Frage, die ich habe aus den Äußerungen von Ihnen beiden, den Verantwortungsäußerungen, ist zu nehmen, dass Sie es auch für möglich halten, sich an einer Minderheitsregierung vorübergehend zu beteiligen, oder halten Sie das nicht für einen gangbaren Weg? Also zu der Frage des Soli ist es so gewesen, dass in der Tat, wenn man es haushaltspolitisch einigermaßen realistisch darstellen will und wenn man noch irgendwas anderes hätte tun wollen in dieser Legislaturperiode, man nicht hätte sagen können, das geht automatisch. Zugleich muss man auch sagen, wir sind zurückgekommen in diese letzte Runde mit der klaren Ansage, wir reden gerne noch einmal über den Soli. Es ist nicht dazu gekommen, noch mal darüber reden zu können, weil wir gemerkt haben, dass das der FDP in besonderer Weise wichtig ist. Aber es ist nicht dazu gekommen, darüber nochmal zu sprechen, obwohl es dieses Angebot gab von uns. Und ich weiß nicht, ob es von der Union auch so ein Angebot gegeben hätte. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben das ausdrücklich gesagt, dass man darüber gern jetzt hier nochmal sprechen kann. Aber dieses Gespräch darüber wurde schlicht und ergreifend verweigert. So, und was jetzt alle möglichen Konstellationen angeht, das ist ja ein Verfahren, was nicht einfach ist, was jetzt in der Hand des Bundespräsidenten liegt. Und da wird es jetzt diverse Gespräche geben, aber das Verfahren muss eingehalten werden. Und dann werden wir sehen, ob es Wahlgänge im Deutschen Bundestag gibt für eine Kanzlerinnenwahl, ob es einen Auftrag gibt. Und dann kann man über sowas sprechen. Ich sage aber auch nochmal, ich gehe
Stand heute davon aus, dass es eher Neuwahlen geben wird. Aber wir bleiben natürlich dabei, dass wir, so wie wir das die ganze Zeit getan haben, für Gespräche offen sind und bereitstehen. Und dann ist die Frage, was ist die Grundlage dafür? Frau Dahl. Zur Spitzenkandidatur haben Sie sich ja gerade schon geäußert. Sie haben ja auch sehr lange um das grüne Parteiprogramm für die letzte Wahl gerungen, manchmal mühsam. Müsste man denn das auch, oder schätzen Sie Ihre Partei so ein, dass man das wieder aufmachen würde und Sie ein neues Programm brauchen, falls es einen neuen Wahlkampf gibt? Sehe ich jetzt erstmal keinen Anlass. Wir haben jetzt am Samstag unseren Parteitag. Da werden wir uns nochmal mit der Wahl beschäftigen und mit den Sondierungen. Und das Programm hat sich ja bewährt. Wir haben mit diesem Programm die Wahl gewonnen. Aber ich will auch da nicht den Debatten vorgreifen. Jetzt gibt es erstmal keinen Anlass, auch daran irgendwas zu ändern. Wenn es zu diesen Neuwahlen kommt, werden die ja sehr bald sein. Das heißt, wir werden sehr, sehr kurzen Wahlkampf haben. Insofern geht es jetzt auch darum, sich da schnell wieder in die Wahlkampfformation zu bringen, um dafür zu sorgen, dass man dann auch entsprechend agieren kann. Ich wollte nur kurz zum Solli fürs Protokoll nur ergänzen. Also das ist ja nicht bei uns im Programm drin gestanden. Das wissen Sie ja. Wir hatten da ja jetzt in der Programmlage nichts, dass wir den Solli abschmelzen oder abschaffen wollen. Wir haben uns aber den Vorschlag der Union zu eigen gemacht. Also haben den Vorschlag der Union da übernommen. Und wie Katrin Göring-Eckardt gerade gesagt hat, als wir dann in die Schlussrunde da gingen, die zur Schlussrunde wurde, sind wir da auch nochmal mit dem Mandat reingegangen, nochmal draufzulegen. Das heißt, wir hätten in der bestehenden Legislaturperiode ein Gesetz gemacht, um aus dem Soli auszusteigen. Die letzte Stufe wäre dann möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode gewesen, wobei man auch da hätte reden können. Aber wir hätten nochmal was draufgelegt mit dem Ergebnis, dass auf die 75%, die bereits bei dem ursprünglichen Vorschlag in der Legislaturperiode vom Soli vollständig entlastet worden wären, noch was draufgekommen wäre. Also das ist mehr als das, was die FDP in ursprünglichen Gesprächen mal gesagt hatte. Von sich aus gesagt hat. Ja, das ist wichtig. Das ist mehr als das, was die FDP in den ursprünglichen Gesprächen selber aufgemacht hatte in dieser Frage. Also das taugt nicht als Erklärung dafür, dass es daran gescheitert sei. Das hält eine Überprüfung nicht stand. Wir haben auch den Eindruck, dass es nicht um einen Inhalt ging, ehrlich gesagt. Weil über alle diese Fragen ist ja geredet worden den ganzen Tag. Und es ist immer weiter in Richtung FDP gegangen. Und ich wüsste jetzt nicht, welcher Inhalt es nun gewesen ist, um den es geht. Die nächste Frage, Frau Gillmann. Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Thema, was Sie jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, zum Familiennachzug. Welche Rolle hat das Interview in der Wand für die Team gespielt? Hat es eine Rolle gespielt, dass jetzt einige sagen, dass die BGA-Meldung dazu irgendwie schärfer formuliert wird? Und wie, also wie war der konkrete Ablauf der Verhandlungen mit Blick auf den Familiennachzug am Sonntag? Also, wenn wir tatsächlich in all diesen Wochen uns, Entschuldigung, ich will niemandem hier zu nahe treten, aber uns hätten leiten lassen von Meldungen, die über Agenturen oder in Interviews oder sowas produziert worden wären. Ich meine das insgesamt für alle, dann wären die Gespräche wahrscheinlich nach 3 Tagen abgebrochen gewesen, weil es immer irgendetwas gab, was irgendwo stand und was irgendwo so. Und deswegen hat das in den gemeinsamen Gesprächen keine Rolle gespielt für die Frage, wie kommt man da jetzt weiter. Es hat eine Rolle gespielt, dass auf der einen Seite alle gespürt haben, dass wir, da waren wir ja sozusagen allein gegen die anderen 3 Partner in dieser Aufstellung. Es hat eine sehr große Rolle gespielt, dass wir uns sehr, sehr weit bewegt haben mit der Frage des Rahmens von 200.000, was der CSU ja sehr wichtig gewesen ist, mit der Frage, wie kann man steuern, mit anderen Fragen, die in diesem ganzen Kontext zu besprechen waren. Und insofern war das, worüber geredet worden ist. Und wir haben bis zum Schluss ja gesagt, wir werden versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Und auch da würde ich sagen, wir waren da sehr nah dran, eine Lösung zu finden, die eine deutliche Verbesserung für Menschen, um die es praktisch geht, bedeutet hätte. Und diese Lösung haben wir nicht mehr gefunden, weil die Gespräche abgebrochen waren, bevor wir da noch mal hätten weiterreden können. Die nächste Frage, Frau Lauer, bitte.
Also inwiefern können wir da gerade noch mal weitermachen? Was genau hat die FDP zu diesem Thema beigetragen? Und andererseits noch mal die Frage, Sie haben irgendwo angedeutet, dass sich der Ausstieg der FDP auch schon angekündigt hat oder dass die das länger ins Auge gefasst haben. Was genau ist Ihrer Ansicht nach das Kalkül? Also im Familiennachzug hat sich die FDP der grundsätzlichen Position der CSU, der CDU-CSU angeschlossen. Die haben ja eine gemeinsame gehabt, will ich jetzt nicht da sozusagen in Spalt reintun. Die haben sich dem angeschlossen und die haben sie auch öffentlich gemacht, nochmal gesagt, naja, das könnte ja für Leute gelten, wo klar ist, dass die hier quasi einen Spurwechsel machen können. Also Menschen, die hier eine Arbeit haben, eine Wohnung haben und so weiter, da könnte man auch dafür sorgen, dass sie ihre Partner, Partnerin nachholen können. Aber ansonsten war sehr eindeutig, dass sie keinen Familiennachzug wollen und dass sie wollen, dass die Aussetzung des Familiennachzugs verlängert wird. Das ist ja der Stand der Dinge. Es ist ja nicht so, dass man hätte irgendwie ein Gesetz machen müssen, sondern diese Zwischenlösung läuft ja aus. Deswegen war uns das auch wichtig, weil es gibt da auch einen Vertrauensschutz. Es gibt ja Leute, die gehen auf die Seite des Bundesamtes für Flucht und Migration und lesen dort, dass ab dem 18. März das wieder möglich sein wird. Das steht dort auf dieser Seite. Und das ist auch natürlich für viele Leute eine Beruhigung gewesen, dass sie wissen, dann geht es weiter. Ja, zur zweiten Frage. Das geht eigentlich ein bisschen in dieselbe Richtung wie die Frage vorher, Interview Jürgen Trittin. Dass es offensichtlich die Suche gab nach einer Exit-Strategie, und da zählt das Interview auch mit dazu, und offensichtlich auch die Frage in Richtung Union, seid ihr nicht auch der Meinung, dass was da, und dann, als man es dann eben gelesen hat, die gedruckte Fassung, gab es das eben nicht her, diese Interpretation ganz offensichtlich, und ja, die Interpretation, dass die Grünen da Dinge für unverhandelbar erklären, weil das halt nicht drin stand. Das war die Unterstellung, aber das stand halt im Interview nirgendwo drin. Nirgendwo, bei keinem einzigen Wort stand das drin. Das ist wichtig. Und was die Frage angeht mit der FDP und der Exit-Strategie, Frau Lau, also wann immer wir Gespräche geführt haben mit den Kollegen der anderen Seite und uns unterhalten haben, wie könnten denn mögliche Lösungen aussehen? Und die Union Anstalten gemacht hat, zu überlegen, wie so eine Lösung aussehen kann, ging die FDP in die Parade und hat gesagt, wenn das jetzt hier der Versuch ist, das zu einen, dann stellen wir das in Frage und übernehmen quasi die Ursprungsposition der Union. Das heißt, das war vor allen Dingen da so. Da ganz präzise. Das heißt, der Versuch, sich zu einigen, eine Lösung zu finden, die für alle tragbar ist, wurde sofort unterbunden, nach dem Motto, dann übernehmen wir die Ursprungsposition. Also da, ab dem Zeitpunkt war für jeden normal denkenden Menschen klar, es geht hier nicht um die Lösung des Problems, sondern es geht hier offensichtlich darum, dass man es nicht löst. Und was ist das Kalkül? Das überlasse ich Ihnen. Das muss jeder für sich überlegen, was das Kalkül daraus sein sollte. Aber es ist jedenfalls kein Kalkül, das, glaube ich, der Republik wirklich gut tut. Das muss dann jeder für sich überlegen. Bevor wir zu weiteren Fragen kommen, noch einmal der Hinweis, dass sich die Kollegen jetzt nochmal gemeldet haben. Ich verstehe das sehr gut, wir freuen uns über die Fragen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, mit Blick auf nachfolgende Termine und auch die Fraktionssitzung. Deswegen müssen wir tatsächlich wahrscheinlich gegen 14 und 15 Schluss machen. Die beiden nächsten Fragen, Herr Walker und dann Herr Graf. Frau Göring-Ecker, nur damit ich das nicht falsch verstehe. Sie sagten gerade, dann kann man über sowas sprechen. Das bezieht sich auf die Bereitschaft, möglicherweise in eine Minderheitenregierung schwarz-grüner Konstellation. Nein, ich habe gesagt, wir werden gesprächsbereit bleiben und wir werden jetzt einen Prozess vor uns haben, den hat dieses Land noch nie erlebt. Wir haben noch nie eine Situation gehabt, wo es nicht zu einer Regierungsbildung kam. Und wenn Sie sich den Ablauf jetzt mal anschauen, was jetzt alles passieren muss nach unserem Grundgesetz und die Rolle des Bundespräsidenten betrachten, dann wird es in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich immer wieder Gespräche geben müssen, welche Schritte macht man jetzt. Und der Bundespräsident hat ja angekündigt, er redet jetzt mit der Bundeskanzlerin, hat er glaube ich schon. Und es wird auch andere Gespräche geben mit den anderen Parteien. Und wir werden da gesprächsbereit bleiben. Und es gibt aber nicht eine Bereitschaft, die wir jetzt hier ankündigen können für irgendwas. Wir haben die Bereitschaft zu sprechen. Herr Kraft.
Ja, zwei Fragen. Die erste Frage, Frau Göring-Eckardt, Sie haben jetzt sehr definitiv davon gesprochen, Neuwahlen seien ja jetzt nun das Wahrscheinliche. Ich verstehe jetzt richtig, dass Sie bereit wären, Angela Merkel als Kanzlerin wiederzuwählen, damit Sie dann die Vertrauensfrage stellen können und dann die Möglichkeiten für Neuwahlen überhaupt gegeben werden. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ich bin etwas irritiert, eben noch vorige Woche hörte man auch in Ihrer Partei so im Hintergrund, wie groß die Unterschiede sind und wie knapp Einigungen möglich sind, 50-50 Chance, dass überhaupt zu einer Einigung kommt. Jetzt ist so sehr deutlich, eigentlich war alles schon am letzten Tag, am letzten Sonntag und am geklärt, nur die FDP hat dagegen gestanden. Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation 2013, als dann alles quasi an den Grünen und an Jürgen Trittin festgemacht wurde. Ist es nicht jetzt vielleicht doch auch so, dass man im Moment sich auf einen Sündenbock kapriziert und sagt, allein alles ist der FDP anzulasten? Also ich sage nochmal, ich habe das Verfahren, was jetzt bevorsteht, gekennzeichnet und habe gesagt, wir sind in allen Schritten gesprächsbereit. Das haben wir noch nie gehabt in Deutschland und deswegen werden wir jetzt hier ganz ruhig weder in die eine noch in die andere Richtung agieren. Heute, Stand heute Morgen, sage ich, das eine ist wahrscheinlicher als anderes, aber man kann das jetzt nicht so machen, dass man sagt, wir fordern das, andere fordern das und wir machen mal auf dem Marktplatz eine fröhliche, wer hätte denn was gern, sondern da gibt es ein Verfahren, auf das man mit Besonnenheit reagieren muss und das wollen wir tun und deswegen habe ich gesagt, wir sind gesprächsbereit und habe gesagt, was wir im Moment für wahrscheinlich halten. Zu dem zweiten Punkt, mir geht es nicht um Sündenbock, aber ehrlich gesagt hat sich in den letzten Tagen und in den letzten Stunden dieser Gespräche haben sich eine ganze Reihe Sachen entwickelt. Ich habe ein paar ja genannt. Also ob wir beim Thema Kohleausstieg tatsächlich die Wende geschafft hätten, wird sie nicht weiter traktieren mit 7 Gigawatt und so weiter. Das stand kurz vor der Einigung. Die Frage der Vorratsdatenspeicherung für Bündnis 90 Die Grünen, wie für die FDP, ein zentrales, ein wichtiges Thema. Das war ein klares Angebot, was, glaube ich, der CDU nicht besonders leicht gefallen ist. Im Gegenteil, ihr sehr schwer gefallen ist, wenn Sie mal mit dem amtierenden geschäftsführenden Bundesinnenminister darüber reden, dann wird der in keiner Weise irgendwie sagen, habe ich jetzt aber mal gerne gemacht, sondern der wird das Gegenteil sagen, das ist identitär für die CDU. Und wenn Sie sich anschauen, was sich entwickelt hat in den letzten 2-3 Tagen bei der Frage Rüstungsexporte, das war für uns ein ganz zentraler Punkt. Auch übrigens bis zum Sonntag ein ganz zentraler Punkt. Wir haben viele Gespräche darüber geführt, was man machen kann. Und am Schluss gab es das klare Angebot zu sagen, keine Rüstungsexporte in Richtung der Kriegsallianz gegen den Jemen. Wenn Sie sich anschauen, also man muss ja immer bewerten, was ist jetzt da drin und was ist da nicht drin. Und da gehört die Frage der Bekämpfung der Kinderarmut, der Entlastung von Kindern und Familien natürlich elementar dazu. Darüber waren wir uns relativ schnell einig oder relativ früh einig, sagen wir es so. Aber es ist natürlich etwas, was für uns zentral, was für uns wichtig ist. Wir haben immer gesagt, wir werden, wenn wir auf unseren Parteitag gehen, werden wir sehr ehrlich sein und werden auch sagen, wir haben Kompromisse gemacht und wir werden auch sagen, wo wir ehrlicherweise nicht viel bekommen haben. Und das betrifft den Gesamtbereich Verkehr und die Klimaschutzziele da mit Sicherheit. Trotzdem gab es eine weitere Dynamisierung beim Thema Elektromobilität. Trotzdem gab es ein deutliches Signal in Richtung öffentlichen Nahverkehr und in Richtung Schiene. Also auch da kann man sagen, klar, das hätte für uns elementar was bedeutet. Und alle diese Fragen sind tatsächlich in den letzten 2-3 Tagen und in den letzten Stunden auf den Tisch gelegen. Und deswegen können wir mit den 14 Leuten auch sehr gut sagen, ja, wenn wir die letzten Gespräche geführt hätten und die wären nicht wieder irgendwie alle in die andere Richtung ausgegangen, das weiß man ja nicht, dann hätten wir das unserer Partei empfehlen können und deswegen sagen wir, eine Einigung war aus unserer Sicht möglich und ich glaube eben, und das ist ja der entscheidende Punkt, sie wäre angesichts der Punkte, die FDP wichtig gemacht hat, Digitalisierung, Soli, Bildung etc. auch möglich gewesen. Nächsten Punkt, Herr Kautenberg, bitte vormachen.
Nein, die haben das genauso begründet wie dann vor den Kameras und Mikrofonen.